Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem ganz besonderen Butterkeks. Schaut euch mal das ganz genau an. Hammer, oder? Wie geil ist das denn? Erstens ein Butterkeks mit weißer Schokolade und dann noch mit Lemon Cheesecake Geschmack. Ist der neu? Nein. Der ist wieder da. Ich habe da vorher so ein bisschen recherchiert. Ich habe meine Bekannte von Food News Germany gefragt. Die hat gesagt, nee, den gab es schon mal. Und ich meine, ich habe den auch schon mal vor ein paar Monaten gesehen. Aber ich habe ihn noch nie gegessen. Für mich ist es das allererste Mal. Und ich freue mich ganz besonders heute. Denn ihr habt mir den schon auf Instagram zugeschickt. Und dann dachte ich mir so, geil, ich muss den unbedingt haben. Und nur einen Tag später habe ich ihn gefunden im Supermarkt. Und zwar noch am Sonntag im Flughafen Edeka. Ich bin da ja gelandet, weil ich am Wochenende kurz... Das klingt immer so ein bisschen dekadenter, als es ist. In Lissabon auf einem Kurztrip war. Der Junkfood-Guru reist auch gerne, ihr Lieben. Meistens immer so ganz spontan irgendwo hin, wenn es gerade günstig ist. Und danach buche ich einfach. Man darf kein konkretes Ziel vor Augen haben. Man muss flexibel sein. Und dann kann man günstig übers Wochenende verreisen. Das klappt manchmal. Hat bisher immer ganz gut geklappt, ihr Lieben. Da komme ich schon komplett aus dem... Aus dem Rhythmus hier. So, wir wollen wissen, wie schmeckt dieser Leibniz Butterkeks Lemon Cheesecake. Ich bin sehr gespannt. Am Ende des Videos gibt es nochmal einen Überblick über die Zutaten. Ich habe die nochmal abfotografiert. Zwei Kekse haben 141 Kalorien. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger als ein Zitronenstück Cheesecake-Torte hat, glaube ich. Ja, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Und wie gesagt, beim Edeka habe ich die gefunden. Die gibt es bestimmt auch beim Kaufland, Rewe und etc. Und ich glaube, ich habe auch noch nie einen Butterkeks mit weißer Schokolade gegessen. Ich bin echt mal gespannt, wie die schmecken. Yummy, 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 hoffentlich, oder? Doch. Ich kaufe ja auch nur Sachen, wo ich von ausgehe, dass sie mir schmecken. Deswegen gibt es ja auch immer so ganz, ganz viele tolle Bewertungen, ihr Lieben. Da kann ich noch mal ganz kurz sagen, wenn es eine 8 ist, ist es okay. Kann man probiert haben. Wenn es eine 9 ist, sollte man probiert haben. Und wenn ich 10 Punkte gebe, dann auf jeden Fall probieren. Wenn es 7 Punkte sind, dann ist es okay, dann hat es nicht so ganz meinen Geschmack getroffen. Alles, was unter 7 Punkte geht, gibt es manchmal auch, ist dann auf meiner Skala leider nicht so zu empfehlen. Aber soll nicht heißen, dass es teilweise schlecht ist. So, genug geschnackt. Ich hole jetzt mal so einen leckeren Butterkeks hier raus. Und die riechen schon richtig geil. Die riechen nicht nur einfach nach Zitrone, sondern wirklich so nach Zitronen, nach Lemon Cheesecake halt, ja, dieses Kuchige. Das Tolle ist, durch die weiße Schokolade und durch diesen Cheesecake-Einschlag schmeckt das gar nicht so sauer. Zitrone ist ja sonst sehr, 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 sehr sauer. Es schmeckt herrlich frisch. Und ich bin nicht der größte Fan von weißer Schokolade und Obst, aber das ist echt ganz gut gelungen. Ich finde das auch nicht zu süß. Und durch den Butterkeks wiederum wird das Ganze wieder sehr schön aufgehoben. Es ist eine ideale Geschmackskombination, ihr Lieben. Ich muss das ganze Ding jetzt mal essen. Erstmal den Mund leer kauen, aber ich muss euch sagen, es ist geschmacklich die Oberbombe. Es riecht gut und es schmeckt geil. Lemon Cheesecake, ja, es schmeckt wirklich so ein bisschen Zitronenkäsekuchenmäßig. Oh Gott, ich könnte die ganze Zeit dran riechen. Es ist wirklich mega geil. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich finde die echt lecker. Ihr müsst, wenn ihr weiße Schokolade mögt, wenn ihr Cheesecake mögt, wenn ihr Zitrone mögt, ein Hauch Zitrone und Käsekuchen, dann gebt ihr dem bestimmt garantiert auch 10 Punkte. 10 Punkte für die Leibniz Butterkekse Lemon Cheesecakes Teil. Absolut geil. Ich bin ein riesiger Fan davon. Heute zum ersten Mal gegessen. Ich habe echt was verpasst. Ich freue mich, dass ich die jetzt endlich mal mit euch zusammen testen konnte, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.